Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's den Trailer zur neuen Serie Wie geil und Fritz die Geschichtsjäger. Los geht's! Comedian und Geschichtsfan Wiegald Boning und Urban Explorer Fritz Meinecke auf Spurensuche. Gemeinsam erforschen sie Lost Places. Welche Geheimnisse werden die Geschichtsjäger an diesen verlassenen Orten lüften? Der Turm wurde auf persönliche Bitte von Adolf Hitler gebaut und er sollte alles in der Umgegend überragen. Mutproben fanden ja auch statt. Die mussten da oben runterspringen. Diese Prägung, haben Sie sich von der bewusst gelöst später im Leben? Als ich Lehrer geworden bin, da bin ich so ein bisschen wach geworden. Hohenschönhausen war das Stasi-Gefängnis. Grausam, ganz grausam. Es gab ja hier Leute, die haben ja über ein Jahr drin gesessen, die waren nachher fertig. Es gibt wenige Gebäude, die einen so einschüchtern können, glaube ich, wie das hier. Manche Leute behaupten ja, dass die Duga in Zusammenhang steht mit dem Unglück in Tschernobyl. Wiegald und Fritz, die Geschichtsjäger. Die Weltpremiere ab 13. November auf History. Ja, ist ja durchaus ein abenteuerliches Ziel heute. Definitiv. Es ist der vielleicht gruseligste Ort, an dem ich je gewesen bin. Die Todeszone von Tschernobyl. Fritz und ich haben uns dorthin gewagt, wo 1986 die größte Atomkatastrophe der Welt geschah. Eine radioaktive Wolke verseuchte damals fast ganz Europa. Auf jeden Fall eines der traurigsten Gebäude, das die Menschen je gebaut haben. Eine Ikone der Selbstüberschätzung. Sie hat Tausenden von Menschen den Tod gebracht und hat mehr mit dem Fall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges zu tun, als manch einer denken mag. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Für Fritz und mich ein abenteuerlicher Trip, der das Unglück von Tschernobyl in ein neues Licht rückt. Wer Lust auf mehr hat, jetzt am Sonntag, am 13.11. geht's los auf History. Alle Infos dazu nochmal unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.